Wir sind hier in der Warm-up-Area. Das ist der Bereich, wo die Drumcores sich aufwärmen, sich einspielen, bevor es zum Wettbewerb ins Stadion geht. Wir sind hier bei Cadets 2 angekommen. Das sind die sogenannten Fat Boys, wie sie hier in der Szene genannt werden. Und zu den Cadets 2 gibt es auch Cadets Junior Corps. Und bei denen ist Madison Wesley, die dieses Jahr bei den Hardliners spielt, 2011 gelaufen. Madison, die haben die gleichen Uniformen wie ihr damals oder fast die gleichen. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man die jetzt hier wieder so sieht? Es ist ein überragendes Gefühl, es ist sehr cool. Ja. Ja, ganz kurz ausgedrückt, hier irgendwo streunt auch Gino Cipriano rum. Das ist der Brasshead der Cadets und jetzt wohl auch bei den Cadets 2. Unter dem haben wir beide schon gearbeitet. Ich 2003 bei Brigadiers und du 2011. Ne? Schon klasse, wenn die hier rumspringen, die Jungs. Ne? So, wir gehen jetzt mal ein bisschen gucken, was wir hier noch alles finden könnten. Danke, Maddie. Bei mir ist nun Tom Röhr, der Chordirektor der Hardliner und wir streuen hier so ein bisschen durchs Stadion, genießen ein wenig die Atmosphäre. Tom, wir haben es nicht ins Finale geschafft. Schlimm? Nein, schlimm würde ich so nicht sagen. Wir wären sicherlich gerne hier im Finale heute gewesen, aber wenn ich die Leistung des Chors sehe und dass wir einen Punkt, gerade mal einen einzigen kleinen Punkt hinter dem Viertplatzierten sind, das ist schon mehr als phänomenal. Wenn wir die Scores jetzt mal außer Acht lassen, was ist für diese ganze Reise eigentlich für dich am wichtigsten gewesen? Ja, zunächst mal vorausschicken vielleicht, wir haben diese Reise überhaupt getan. Wir sind das erste deutsche Drumcorps, das diese Reise gemacht hat. Und das ist schon mal ein riesengroßer Erfolg für uns. Und das Wichtigste hier ist, wir haben zueinander gefunden. Wir sind eine große Familie geworden und wir sind unheimlich stark zusammengewachsen. Und das ist eines der wichtigsten Punkte, die man eben erreichen kann. Ja, wunderbar. Ich meine, das ist ja auch das Ziel so einer Reise. Also die Hardliner haben hier richtig Muckis bekommen. Wir schauen, ob wir das in Europa bestätigen können. Auf jeden Fall werden wir alles dafür tun, damit es funktioniert. Ich mache jetzt mal weiter und gucke, wenn ich noch auftreiben kann. Okay. Danke, Tom. Ciao. See you. May we have our drum majors front and center, please. Our next award is the award for our international champions for 2013. That award goes to the great corps from Germany, Hardliner from Ludwigshafen, Germany. Nach einem wunderschönen Finaltag in Annapolis sind die Hardliner jetzt wieder zurück in Baltimore in ihrem Hotel. Und hinter mir braut sich so langsam die kleine Finalparty zusammen. Die darf nicht so lange gehen, weil morgen früh müssen wir ganz, ganz, ganz früh aufsteigen, um dann wieder nach Philadelphia zum Flughafen zu kommen. Die Hardliner nehmen nicht nur gute Eindrücke mit, sie haben auch sehr gute Eindrücke hinterlassen. Und die Erfolgsbilanz kann sich ebenfalls auch sehen lassen. Einen zweiten Platz in Bridgeport, einen ersten Platz in Pennsauken und bei den Finalausscheidungen einen sechsten Platz. Dazu gab es noch diesen International Award und wer Recaps mal einsehen möchte, Hardliner, drittbeste Color Guard und drittbestes Visual. Wir freuen uns. Ja, jetzt. Ah, folks. Ja, das dachte ich mir schon, ja. Wunderbar. Wir freuen uns jedenfalls wieder auf die Wettbewerbe zu Hause in Deutschland, in Holland und beim DCE-Finale. Europa, wir kommen. Die Tourclips sind an dieser Stelle zu Ende und trotzdem sagen wir
Up and Away. Ja, nimm das. Los, feiern. Tschüss.